Ach, da! Komm schon, los! Auf sie! Der Vogel ist böse. Los, los, los! Aber dumm, bleib einfach bei mir, dann wird alles gut. Dann macht ihr einen Fehler. Angriff! Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dran. Da! Angriff! Flieg! Los, schnapp sie dir, du lausiger Spatz! Das darf nicht der Vogel aus meinem Traum sein. Ist er nicht? Wir finden deinen Vogel. Ich weiß, dass ihr hier seid. Komm schon, los! Hoch! Es dauert zu lang. Wehe, du hast dem Grafen was angetan, Anno. Nicht auf. Auf sie! Angriff! Geh weg! Kusch, kusch! Töte! Langsam! Los. Vorsichtig! Rüber mit dir. Komm schon, los. Ja, wir sind da. Weg hier, schnell. Oh, das war knapp, aber geschafft. Der Vogel war schlimm. Und wo ist Anno verflucht? Schwerter. Ja, ja, schnell. Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt's Maul, ich mach dich kalt wie deine Männer. Du stirbst doch sowieso. Und wofür? Vergangen ist vergangen. Was sollen wir tun? Eine Armee? Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Victor, halt! Emily? Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf. Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmere mich später. Woher kennt ihr dieses Biest?
Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch her war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Hugo, komm. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Kommt, kommt rein. Das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Oh, hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Natürlich, euer Gnaden. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt. Aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Lacuna eins. Vereint um den Sohn der Glutasche. Lecker! Haha, ein bon vivant. Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und wo kommt ihr her? Guyenne, wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem Abenteuer. Das ist großartig. Ich weiß. Ich freue mich auf unser Zimmer. Agnes, richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Sie ist Ihre Mama? Nein, nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja, sind sie nicht hübsch? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Hugo. Victor, nicht so militärisch. Du kennst mich ja. Komm zu mir, Hugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden, Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester, oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Victor? Natürlich. Komm, Hugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihm zu Ehren die hellen Tage, in der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater? Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott, zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um sein Feuer zu erneuern. Amicia, auf dem Stein, das ist mein Vogel. Moment. Wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art es euch beliebt? Sicher. Hugo? Ich bete zum Vogel. Eine kleine Flamme, doch hell in der Nacht, auf dass er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Verzeihung, Mutter. Dürften wir für Vater beten? Hugo? Ja. Ich verstehe, natürlich.
Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater. Öko, ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh, ja, ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und ich weiß es einfach. Gut, sehr gut. Gehen wir wieder zu ihnen und erzähle hier niemandem was davon, ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Ist alles für morgen bereit? Ja, die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung? Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Ein Kind kann alles verändern. Das ist überaus wahr. Wir sind da. Bitte sehr. Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Shh. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Anno töten? Öko. Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Hm? Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Meine Gräfin? Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja! Diese Kleider sind so bequem. Ja. Hey, komm her, du Schlafmütze. Ah. Ach, komm schon. Das ist die Sonne. Sieh doch. Es lohnt sich. Wow. Das ist... Wie ein Traum? Ja, genau, wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's! Woohoo! Es ist wunderschön! Können wir was spielen? Hey, wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja, lass uns gehen.